Zeitungen sind voll damit. Im Fernsehen ist ständig die Rede davon und im Radio auch. Corona und seine Folgen. Eine Folge von Corona ist Long-Covid. Also, wenn man nach einer Corona-Infektion über längere Zeit, zum Beispiel an Kurzatmigkeit leidet, leistungsmäßig nicht mag oder wenn es einem schwerfällt, um sich zu konzentrieren. Und noch weitere Symptome. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS Versicherung. Ich bin Peter und ich gehe auf einen Spaziergang mit Menschen, die ein Erlebnis oder Wissenswertes zum Thema Gesundheit zu erzählen haben. Und weil Long-Covid so ein grosses und vielseitiges Thema ist, habe ich für diese Folge von «Hallo Gesundheit» zwei Menschen getroffen, die von Long-Covid betroffen sind, zum einen gleich und zum anderen auch unterschiedlich. Unter anderem habe ich Dalma Baltic aus Mumpf im Kanton Aargau getroffen. Sie leidet zum Zeitpunkt von unserem Gespräch seit bald einem Jahr an Long-Covid. Ja, die Ursache eigentlich, die grosse, was da heute diagnostiziert ist bei mir, Long-Covid, hat das drei Unfälle gegeben. Wahrscheinlich durch diese Muskelschwäche. Zu Long-Covid sind also noch drei Unfälle dazugekommen. Sie hat das Bein und die Rippen gebrochen. Später in dieser Folge von «Hallo Gesundheit» erzählt sie, wie es ihr heute geht und wie sie trotz allem optimistisch bleibt. Vorher rede ich mit der Leila Hocic. Leila arbeitet bei CSS und Leila ist Tochter von Alma. Zusammen mit ihren Geschwistern pflegt sie die Alma und schaut zu ihr. Und macht sich Sorgen. Ich kann eigentlich ihren Zustand nur so beschreiben. Die Frau heute ist nicht die Frau, die ich vor der Corona-Infektion kennt habe. Bevor Leila jetzt aber erzählt, was sie, ihre Schwester und ihren Bruder für ihre Mutter machen können, rede ich mit ihr über ihre Long-Covid-Erkrankung. Weil bevor die Mutter krank geworden ist, hat sie selber an Long-Covid gelitten. Ah, und noch kurz, am Tag, wo Leila und ich uns getroffen haben, hat es geregnet. Darum sind wir nicht spazieren, sondern sind bei ihr im Garten unter dem Dach gehockt. Das Rauschen vom Regen, das hört man zwar ab und zu noch ein bisschen, dafür sind wir zwei aber trocken geblieben. Leila, du hast selber Long-Covid gehabt. Wie geht es dir heute? Also heute muss ich sagen, geht es mir wieder gut, Gott sei Dank. Ich habe nicht gewusst, ob das einmal wird eintreffen wird. Dass es dir wieder gut geht. Genau, und darum bin ich heute umso mehr froh. Wäre jetzt aber, wenn wir jetzt am Spazieren gewesen wären, irgendwo durch den Wald gelaufen wären oder so, das wäre jetzt alles kein Thema mehr gewesen, das wäre ohne Problem gegangen für dich heute? Also heute, jetzt kann ich sagen, nach einem Jahr und einem Monat circa, wäre es kein Problem mehr. Wie lebt es sich denn? Wie ist der Alltag mit Long-Covid? Wie war das für dich gewesen? Also, für mich war Long-Covid eine Herausforderung, weil ich nicht gewusst, was ich jetzt genau habe. Ich habe einfach eine Veränderung von meinem Allgemeinzustand festgestellt. Und ich habe alles daran gesetzt, um das wie überbrücken, bis ich wieder gesund bin. Wie hast du es überbrückt? Also ich war in der Physiotherapie gewesen. Ich habe gewisse Atemtherapien gemacht, wo ich aber muss sagen, das hat mir weniger geholfen. Weil bei mir war es so, ich war extremst müde gewesen. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich konnte meinen Alltag wie auch das Arbeitsleben nicht mehr bewältigen. Wann war denn das gewesen? Oder wie hat das angefangen? Ich nehme an, also, es wird angefangen haben mit einer Corona-Infektion. Genau, angefangen hat das, dass ich drei Tage das Gefühl hatte, es geht mir nicht gut. Ich dann aber erfahren habe, dass ich mit einem Patienten, den ich betreut habe, in Kontakt war, der sich nachträglich positiv testen lassen hat. Dann bin ich umgehend natürlich auch einen Corona-Test gemacht und bin dann positiv gewesen. Nach dem vierten Tag positiv bin ich schon so schlecht gewesen, mit Fieber und Atemnot, dass die Ambulanz hat müssen heimkommen, weil ich bin vom Bett in die Küche gelaufen und ich habe hyperventiliert, ich habe nicht genügend Luft gehabt. Es ist mir nicht gut gegangen. Ich bin dann ins Spital gekommen mit der Ambulanz und bin dann dort auch stationär gewesen. Dann ist die Covid-Infektion
quasi vorbei gewesen. Dir ist es zwar wieder besser gegangen, aber es hat nicht aufgehört. Oder wie ist der Übergang dann von dieser Covid-Infektion zu Long-Covid? Also normalerweise geht ja so eine Infektion 7 bis 10 Tage, hat man damals gesagt. Und bei mir ist es so gewesen, dass es mit einer bakteriellen Infektion dann auch noch verbunden war. Das heisst, ich hatte eine Lungenentzündung, die man dann musste mit Antibiotika behandeln. Das hat mich zusätzlich noch geschwächt. Und normalerweise ist man nach so einer Infektion oder nach einer Grippe auch, denkt man so 3-4 Tage und dann kommt das wieder besser. Und bei mir war es dann so, 14 Tage und ich habe immer noch nie 2 Stockwerke gelaufen oder irgendwie die Wäsche mal runtertragen oder so und habe recht Mühe gehabt. Und dann so nach der 3. Woche habe ich mir dann schon Sorgen machen, weil mein Allgemeinzustand ist einfach die Müdigkeit, die Atemnot, die hat mich einfach gebremst in allem. Und wie lange ist es denn gegangen? Seit wann bist du wieder gesund? Also arbeitsunfähig bin ich 6 Wochen lang insgesamt. Mhm. So kann ich mir das merken. Und das war dann etwa so bis letztes Jahr im Dezember, Ende Dezember. Und wirklich gut gegangen wieder mit Ausdauer und Training etc. kann ich sagen, ist es so April geworden. Ja. Also insgesamt schon 6 Monate. Ganz konkretes Beispiel, was hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen? Oder wer hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen? Also Familie natürlich. Und ich mir selber. Weil ich habe eingesehen, okay, es geht mir nicht gut. Und ich habe mit 27 oder damals 26 einfach wollen herausfinden, was tut mir gut und was kann ich machen, um nicht resignieren. Und habe Coping-Strategien gesucht, die mir helfen und habe dort das Bedürfnis geäußert, wo ich Hilfe gebraucht habe von der Familie. Ja. Was waren so Strategien gewesen? Also ich habe mir wirklich auch Auszeit genommen. Ich war dann auch wirklich einfach nur daheim und habe das auch auf mich zukommen lassen, die Müdigkeit. Ich habe mich jetzt nicht immer dagegen gewehrt. Ich habe viel, viel, viel geschlafen, was sehr untypisch ist für mich eigentlich. Und ich habe mich aktiv gezeigt. Also das heisst, ich kann nicht mögen. Ich bin trotzdem gesagt, Tagesstruktur wichtig, rausgehen, laufen, Lungen trainieren, Lungen belüften, gewisse Atemübungen gemacht und so weiter und so fort. Also aus eigener Initiative. Mir hat das damals niemand gesagt, dass ich das machen soll. Das ist halt natürlich, wenn man den fachlichen Hintergrund hat und die Pneumologie kennt, dann weiss man, mit was für Massnahmen man da kann vielleicht etwas Positives bewirken. Also, wenn ich es richtig verstanden, auf die einen Seite zwar eben aktiv eine Tagesstruktur gehabt, gewisse Übungen gemacht, gelaufen, aber auf die andere Seite auch zulassen und akzeptieren, es geht mir jetzt einfach nicht gut und ich mag einfach nicht. Und das muss man dann auch nicht noch extra einziehen, sondern das zuzulassen. Genau. Weil ich habe gewusst, okay, es ist eine Infektion gewesen, ich habe es gespürt, ich habe eine Veränderung gehabt. Ich bin, eben wie gesagt, mit der Ambulanz ins Spital gekommen, ich habe gewusst, etwas ist nicht gut. Und sich dagegen zu wehren und zu sagen, hey, nein, es ist nicht gut und ich muss jetzt und ich muss gar nicht, ich muss einfach gesund sein oder eine Strategie finden, Gesundheit zu erhalten, genau. Wie vorher gesagt, Leila hat ja nicht nur selber Long-Covid gehabt, sie pflegt im Moment auch ihre Mutter, Thalma Baltic, die schon seit bald einem Jahr an Long-Covid leidet und als Folge von Long-Covid 3 Unfälle gehabt hat. Bevor ich aber mit der Leila darüber rede, wie es ist, wenn man die eigene Mutter nur kennt, weil sie eben nur die starke, unabhängige Frau ist, die man kennt hat, habe ich Thalma getroffen und von ihr wissen, wie es ihr geht. Ja, kann ich sagen, entsprechend gut, viel besser. Obwohl die Symptome sind immer noch da, bestehen so, aber viel weniger als am Anfang. So spazieren ist kein Problem? Spazieren ist kein Problem. Also Problem ist, dass einfach zu lang darf ich nicht, weil ich den anderen auch Nebendiagnose habe und ja, aber das tut mir schon gut. Ja. So langsam und sicher mit meinen Stöcken. Du leidest vor einem guten Jahr hast du eine Corona-Infektion gehabt, Covid-Infektion.
Vielleicht ganz kurz zum Anfang. Wie hat das bei dir angefangen oder wie war deine Corona-Infektion? Ich habe geschafft als Pflegefachfrau und irgendwie plötzlich nach dem Feierabend habe ich dann angefangen, so zittern, Schüttelfrost, Atemnot, 40 Temperatur. Total bin ich verloren gewesen, obwohl ich gedacht habe, das ist eine Erkältung. Weil dachte ich nicht, dass ich dann selber den Covid habe, weil ich wusste gar nicht genau, was das heisst, Covid zu haben. Und dann ist ja dann irgendwann der Übergang von der Corona-Infektion zu Long-Covid. Wie hast du da irgendwie schnell gemerkt, dass das nicht so schnell vorbeigeht wie vielleicht bei anderen oder wie es sollte sein? Oder ist das ein schleichender Prozess gewesen? Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Also man denkt, es sind Momente gewesen, wo man denkt, wow, jetzt geht mir super gut. Aber das kann dann gerade so nach einiger Zeit sagen, ja, nein, es geht mir nicht mehr gut. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann schließt man sich für sich selber, liegt man, hat man Husten, Muskelbeschwerden, man kann nicht machen, man kann nicht denken, Konzentration. Man weiß nicht, wo man etwas angefangen hat. Was soll ich weitermachen? Ja, das ist, kann ich nicht sagen, das ist wie ein Kreisel so gewesen. Vielleicht kurz auf deine Symptome. Was für Symptome hast du gehabt? Was war so typisch und vielleicht auch atypische Symptome? Also Dyspnoe, Atembeschwerden, Kurzatmigkeit, Muskelschwäche, Kopfschmerzen, Husten, Gedächtnisstörungen, Konzentration. Das ist total Horror gewesen. Ja, und durch das ist das einfach so, man hat immer gehofft, es kommt wieder besser, kommt wieder besser. Und nur so kann man weitergehen. Mhm. Also das sind noch Symptome vom Long-Covid dann schon gesehen? Ja, das sind die schon Symptome gewesen. Brustschmerzen, das ist das gewesen. Immer ab und zu auch heute ist. Und diese Atemprobleme, Beschwerden, das war damals viel mehr als jetzt. Mhm. Und Lungenfunktion ist ein bisschen so richtig runtergegangen. Das hat man auch gesehen damals und jetzt und wieder denn jetzt und so immer wieder. Das schwankt immer besser und runter, rauf, oben. Mhm. Ja, das ist noch dazu gewesen. Du hast vorher gesagt, du hast auch noch andere Diagnosen gehabt. Was hat denn Long-Covid alles noch mitgebracht bei dir? Was ist noch alles gekommen? Ja, die Ursache eigentlich, die groß, was da heute diagnostiziert ist bei mir, Long-Covid, hat das 3 Unfälle gegeben. Wahrscheinlich durch diese Muskelschwäche und Kraftmangel und ja, dass ich den ersten Mal dann wollte Fitness machen oder mich mal so mobilisieren, so richtig mit Velo fahren. Ja, etwas für mich machen, habe ich den Unfall gehabt. Das war dann auch so, ja, eine Fraktur hat gegeben und verschiedene Verletzungen noch an meinem Körper. Und dann zweite ist das, dann bin ich in Reha und so Spital verlegt und so. Nach 5 Wochen bin ich wieder raus und dann gerade wieder so habe ich dann Schwäche immer noch heute im linken Bein. Und dann habe ich dann wieder so einen Unfall gemacht, die Treppe runter, bin ich dann irgendwie wieder gestürzt. Mhm. Zum Glück ohne Fraktur, aber nur Prellungen. Dann habe ich weiter gekämpft mit dem Long-Covid, mit allem. Und dann dachte ich, ja, jeden Tag so Spaziergangen und das alles so richtige Ernährung und mit Leuten ist auch gut, mit Leuten zu reden und also einfach so offen sein. Und ja, habe ich den dritten Unfall gemacht, auch in der Wohnung. Und dort habe ich dann auch so wieder Prellige gehabt und Fraktur, so ja, Rippenfraktur. Ja. Das alles innerhalb von einem Jahr, 3 Unfälle. Eigentlich so seit Ende März. Also eigentlich seit 3/4 Jahr. Ja, die Zeit, wo ich nur zu Hause war, fast nur daheim, wo ich mich nie bewegt habe, ist nicht passiert. Also nur da, ich bin in einem Kreisel gesehen, so, habe ich, was habe ich. Danach, das erste Mal, wo ich etwas wollte für mich machen,
Weil damals konnte ich nicht Therapien machen. Es ist noch nicht Impfung, kein Schutz, ja, um Sicherheitsgründe. Das habe ich auch verstanden. Darum habe ich gedacht, ja, dann gehe ich mal, schön Wetter, dann ist das passiert. Ja. Ja. Was macht das mit einem, wenn man das Gefühl hat, so, jetzt gehe ich, jetzt probiere ich mal und dann gibt es einen Unfall. Es läuft nicht, wie man es gerne hätte. Eigentlich, das ist ein Versuch. Dann sage ich immer, ich sehe alles wieder positiv. Es konnte schlimmer passieren. Ich stehe immer wieder noch da. Ich sage, ich bin wieder da. Ich höre nicht auf mit Kämpfen und ich weiß, irgendwann kann ich auch viel mehr machen als jetzt. Aber jetzt muss ich vielleicht auch vorsichtiger sein. Nicht gerade auf dem Velo sitzen oder weiß nicht was. Und ja, aber das kommt schon. Es ist, ja, es ist nicht einfach. Man hat dann viel nachher medikamentöse Therapie und das und jenes. Aber muss wieder von neue anfangen. Genau, wegen Muskeln. Sind wieder so geschwächt dort und nach jedem Unfall oder so. Aber jetzt ist gut, jetzt kommt wieder gut, ja. Positiv bleiben, ja. Die Alma bleibt optimistisch und kämpft weiter. Das heisst für sie, sie informiert sich ausführlich, sie zieht sich nicht zurück und sie probiert vieles aus. Sie geht zum Beispiel zu Lungenärzten und macht verschiedene Therapien, unter anderem eine Lungentherapie. Ja, das ist alles verhärtet gsi in dem Lungenbereich, das heisst das Thoraxbereich, so durch diese Husten, durch diese Schmerzen und so. Und manchmal habe ich gehört, wenn wir denken, dass uns wehtut im Brustkorb, dass das auch nicht unbedingt das ist, dass das anders so schlacht ist, dass das durch diese Verengung so, durch alles ist verstieft, die muskulös auch. Dass das Problem macht, dass wir dann denken, ja, ich kann nicht schnaufen. Und das wird jetzt so durch diese Therapien entlockert. Bei mir tut sich jetzt halt ein bisschen verzögern wegen meiner Unfälle, dass ich darf nicht jetzt auf dem Velo sitzen, dass ich darf nicht jetzt rennen oder weiß nicht was machen. Aber das kommt alles, ja, ja. Und sie redet auch mit mir viel psychologisch, wirklich so. Das ist eine super Frau. Was machst du sonst noch für Therapie oder was musst du sonst noch machen? Ich habe auch orthopädische Therapien, weil die Unfälle haben zu dem gebracht. Und ja, ich habe dann auch die Probleme mit den Beinen und verschiedene Massagen und so. Ja, weil da kann man auch nicht viel machen, weil da tut es weh wegen dem und da auch wegen dem. Das heisst, drei Unfälle mit, ja. Aber das sind so Atemtherapie, orthopädische. Was ich dann selber noch mache, das ist meine eigene Initiative. Ich gehe dann auch so, ich mache Fitness und habe ich jetzt angefangen wieder schwimmen. Ich habe ein Jahresabo in Soleuno, Riefelden. Und das tut mir auch, schwimmen ist auch etwas gut, was ich werde jedem Long-Covid-Patienten sagen. Nicht viel machen, aber langsam so. Mhm. Auf den ganzen Körper schwimmen. Brauchen, den ganzen Körper, ja, mit dem, dass man dann nicht so wie jetzt Beispiel beim Laufen oder so, sogar bei mir, dass man nicht belastet so viel Körper. Im Wasser ist ein bisschen entlastet. Und, aber doch ist eine Bewegung da. Das ist sehr wichtig und das mache ich so sicher zweimal pro Woche. Jetzt, Alma, du hast gesagt, eben, du hast die Therapie, du gehst schwimmen, ein bisschen laufen, tut darum manchmal gut. Wie sieht dein Alltag aus mit Long-Covid? Ah, das ist auch individuell. Ja. Ich habe meinen Plan. Am Anfang habe ich voll auch ab und zu verpasst Therapien. Mhm. Oder nicht. Oder ich habe gewusst, dass ich die habe. Und dann plötzlich ist die Zeit gegangen. Oh, ich bin immer noch da. Ich bin nicht weg. Weshalb? Heute ist es nicht so. Ist alles so ein bisschen ordentlich so. Viel besser geplant. Von meiner Seite auch, es ist auch kognitiv viel besser da und ja, wie mein Tag ist, ich stehe am Morgen auf, ja, frage, wie ist das heute, Beine sind manchmal wackelig und so und dann sage ich, nein, jetzt ja, kommt so, was es kommt und manchmal ist gut, manchmal ist besser und ja, dann tue ich den ja, plane so, dass ich immer etwas machen kann, dass ich ein bisschen profitiere für meine Gesundheit. Für zu Hause habe ich nicht so viel, ja, das ist mir nicht so wichtig wie früher. So aufräumen oder kochen oder so. Ja, ich habe auch Leute, die mir da ein bisschen helfen und ich finde immer, ich bleibe nie hungrig.
Von dem her ist wichtig, dass ich dann kann schwimmen, Fitness machen, laufen, meine Therapien machen, mit Leuten schwätzen, auch telefonisch. Habe ich super Freundin, die mich jeden Tag anruft, meine Schwester, auch fünfmal täglich. Manchmal sage ich, ist mir zu viel. Ja, aber ja, sie machen sich Sorgen, Kinder auch. Und das geht so schnell vorbei, ja. Mit Lesen und so, ja. Wie hat deine Familie, dein Umfeld reagiert, auf, wo dann du gesagt hast, hey, ich habe auch lange Covid? Das ist ein bisschen... Ja, das alles mal klar, eigene Familie so zu stellen. Ich, wo immer ich war und kämpft da und gemacht da, alleinerziehende mit drei Kindern, ist schwer gewesen, die Kinder sagen jetzt, Mami ist da und steht da. Aber sie haben mich wirklich ernst genommen, egal, sie sind jetzt auch erwachsen, Gott sei Dank. Sie sind für mich da gewesen. Sie sind immer noch da. Ich kann, egal beim Welle-Problem, manchmal nehmen sie mich wie Mamis Babys. Ja. Und das tut mir wirklich gut. Ja. Ja, sehr gut. Ich kann jetzt auch tränen. So. Ja, die sind mir sehr wichtig und ich weiß, dass ich denen auch wichtig bin. Ja. Und das macht mir glücklich. Ja. Du hast vorher auch gesagt, du liest sehr viel. Wie gehst du denn um mit also eine bekannte Boulevardmedien liest und dann ohne irgendwie die Kommentare kommen von Leuten, die sagen, ja, das Corona gibt es gerne nicht und Long-Covid ist eine Erfindung. Wie gehst du mit dem um? Dass es Leute gibt, die sagen, das gibt es gerne nicht? Ja, das ist, der kennt das nicht. Also, und dann eins und dann zwei sage ich, ja, das ist seine Meinung. Und ich denke, vielleicht auch, ich kenne auch jetzt viel mehr. Vielleicht dort habe ich mich auch damals nicht so 100% befasst mit dem. Ich akzeptiere alles, ich nehme es so, wie es ist. Das Negative ist jetzt auch. Sie sollen sagen, sie sollen ja, denken, wie sie wollen, aber für mich hat das keinen Sinn. So, ich gehe nicht auf so Sachen an, dass ich dann negativ dann so, nein. Du beschäftigst dich schon nicht mit dem oder irgendwie lässt du da irgendwie einziehen? Nein, oder? Gar nicht, nein, weil ich weiß, was ich weiß und das kann nicht jeder wissen. Jemand, der die Sache erlebt, wie ich oder Long-Covid-Patienten, alle, sie wissen, was das ist. Wie ist das für einen, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was denn eigentlich die Krankheit mit sich bringt, noch, weil man erst daran forscht? Ja, es ist ein bisschen schon, man ist dann schon manchmal unsicher. Aber durch diese Unsicherheit, man verlangt mit sich selber mehr. Und sagt, was kann man jetzt da machen? Wieso ist das nicht so? Wieso? Damals war es so, nicht jetzt. Ja, irgendwie, man ist neugierig und dann will mehr wissen, man informiert sich mehr, aber es ist schon nicht gerade so total befriedigend. Mhm. Dass man nicht weiß, was ist. Aber es ist so, wie es ist. Die ganze Welt ist betroffen. Gibt es auch Schlimmeres? Es sind viele auch so, die gestorben sind und sind nicht mehr da heute. Und ich sage immer, ja, Gott, ja, hat mir gerne das, was es ist. Und ich muss weitermachen. Jemand hat dann auch andere Krankheit und dann ist auch nicht mehr da oder hat Beschwerden und so. Jetzt habe ich Long-Covid und ja. Ja, und es ist so. Ja, man kann nichts machen. Weiterschauen und weiter sich informieren. Und jetzt hast du dich auch entschieden, du hast gesagt, Reden ist wichtig, du hast dich entschieden, so mit mir zu reden. Ja. Für den CSS-Podcast Hallo Gesundheit. Hat das für dich Überwindung gebraucht, um mit einem Wildfremden über deine Krankheit zu reden und das wird dann nachher im Internet teilt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin froh. Sogar, ich sehe, es läuft etwas auch. Es kommt noch jemand, interessiert sich jemand zuerst. Ich bin nicht allein hier. Es gibt noch mehrere Leute, die werden das auch wieder hören. Das ist auch gute Tipps. Das ist auch für mich sehr positiv von eurer Seite und bin sehr dankbar, dass sie jetzt da sind. Dalma hat es gerade gesagt. Ihre Kinder sind jetzt für sie da. Und eins von ihren Kindern ist Leila. Wir haben es vorher gehört, sie hat zuerst ja selber Long-Covid gehabt und schaut jetzt eben zur Mutter. Und sie beschreibt den Zustand von ihrer Mutter vor allem so. Also.
Ich kann eigentlich ihren Zustand nur so beschreiben. Die Frau heute ist nicht die Frau, die ich vor der Corona-Infektion kennt habe. Was macht das mit dir als Tochter, wenn du es sagen musst, das ist nicht die Frau, die ich kennt habe vor der Erkrankung, meine Mutter? Ja, es macht mir Sorgen. Meine Mutter ist eine taffe, fitte Frau und hat vieles bewältigt in ihrem Leben. Und sie jetzt so zu sehen, beschäftigt natürlich. Ja. Wann hat das bei ihr angefangen? Sie hat sich eigentlich, glaube ich, ein paar Wochen nach mir infiziert. Das war so ziemlich genau in der zweiten Welle gewesen, letztes Jahr, so Ende 2020. Und dann plötzlich hat sie angefangen, vom Gleichen reden, wie ich hatte. Und ich habe dann so gedacht, okay, kann das sein? Hoffentlich hört es auf. Und es hat dann nicht aufgehört. Also der ist es Stand heute und wir haben heute Ende 2021. Und sie hat immer noch damit zu kämpfen und hat aufgrund von dieser Erkrankung noch diverse andere Sachen erlebt und ist so ein bisschen in den Teufelskreis gekommen. Wo dann ihr Gesundheitszustand zusätzlich noch beeinträchtigt hat. Ja. Es ist heute so, dass du zu deiner Mutter schaust, deine Mutter auch pflegst, so weit wie es geht, so gut wie es geht. Wie ist das, wenn man einen sich nahestehenden Mensch hat, der die gleiche Krankheit hat, wie man selber auch hat, und jetzt die Person muss pflegen, der Mensch muss pflegen? Also für mich ist es schlimmer als für mich selber. Gesehen, dass jemand in meiner Familie das hat. Vor allem eben die Mutter, gell? Man ist natürlich gebunden. Und es ist sicher nicht einfach. Warum ist es schlimmer? Durch das, dass sie natürlich auch älter ist als ich und dass sie geförderter ist in dem Sinn, macht man sich dann schon andere Sorgen, ob da zum Beispiel das Potenzial da ist, dass Folgeerkrankungen weitere entstehen oder dass sich da ihr kompletter Zustand verschlechtern tut. Oder? Ich meine, ja. Was konkret machst du denn? Oder ihr alle, also deine Schwester und dein Bruder, wie helfen ihr? Was machen ihr? Oder was kann sie gerne nicht nur selber machen? Was muss ihr auch machen? Also es hat auch Zeiten gegeben, wo wir halt wirklich im Haushalt helfen mussten. Es hat Zeiten gegeben, wo wir ihr Essen heimgebracht haben. Es ist auch aktuell so, sie wohnt mit meinem Bruder zusammen, dass er ihr wirklich bei allen schweren Lasten tut helfen, bei der Wäsche und so. Also alles, was so ein bisschen mit Lüpfen zu tun hat und so, wo sie auch, gell, bei ihr zeigt sich das Long-Covid auch durch Muskelschwäche und sie hat dann innerhalb von der Long-Covid-Erkrankung noch einen Unfall gehabt und also sie ist mehrfach beeinträchtigt und braucht einfach Unterstützung dort, wo sie merkt, es geht nicht, aber das ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Tage, da ist sie, mag sie zum Beispiel kochen und es gibt wiederum den Tag, wo sie nicht mag und dann schauen wir für Alternativen. Was macht das mit der Familie, wenn du hast noch Geschwister, wenn Mutter so krank ist und man die Mutter muss pflegen? Also wir sind ein eingespieltes Team, kann ich sagen. Und das hat uns wie noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt. Wir haben einen Gruppenchat erstellt und wer hilft Mami? Und im Unterbewusstsein weiss man natürlich, dass das Engagement, das wir zeigen, mit vielen Ängsten verbunden ist. Also ich muss ehrlich sein, es macht einem schon ein bisschen Angst. Jetzt, wenn man weiss, eben, die Mutter ist betroffen und ja. Du hast dich natürlich aufgrund von deiner Arbeit bei der CSS entschieden, um mitzumachen und deine Geschichte zu erzählen. Ist dir schwer gefallen, um über das zu reden, oder? Also ich muss sagen, innerhalb des Gesprächs habe ich schon ein bisschen Emotionen gespürt, gerade was so um meine Mutter gegangen ist. Ich habe das Ganze wie so jetzt ein bisschen auch chronologisch erzählt, aus verschiedenen Perspektiven. Und mir zeigt das am Schluss, dass doch sehr viele Emotionen da gewesen sind und immer noch da sind. Also es ist nicht fertig nach diesem Podcast. Leider eigentlich. Und schon eindrücklich. Sagt Leila Hocic.
In dieser Folge vom CSS-Podcast «Hallo Gesundheit» ist viel über Long-Covid aus der Sicht von Betroffenen geredet worden. Über Long-Covid aus medizinischer Sicht geht es im Gespräch mit dem Marco Laures und der Natascha Vitas. Sie erzählen unter anderem auch, warum es im Fall von Long-Covid Sinn macht, dass ein Arzt von innerer Medizin wie der Marco und eine Psychologin wie die Natascha zusammenarbeiten. Weitere Folgen von «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS-Versicherung, gibt es übrigens auf css.ch, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So, und Schlusswort von dieser Episode, das gehört der Alma Baltic mit einem Tipp, wie man optimistisch bleiben kann, trotz Long-Covid. Ich denke immer, offen bleiben, bis raus aus dem Haus, Therapien, Kontakt mit anderen Leuten, das ist sicher gut. Vor allem sich informieren über Situation, überhaupt Situation Corona. Und ja, da muss man einfach nie aufgeben. Wirklich so ist es. Es ist auch so, auch mit anderen Krankheiten. Ja, wenn jemand beispielsweise Krebs hat und nie geht da oder da, dann bleibt er wohl, was passiert. Also das heisst auch, Mensch darf nie aufgeben, muss man weitermachen und die Kräfte noch behalten, das, was man hat, noch verbessern denn. Schauen, dass das besser ist. Sonst geht alles nachher runter, wenn man nichts macht.